Und da sind wir wieder. So, und zwar wurde uns ja gesagt, dass es hier irgendwie unsichtbare Wände oder sowas gibt. Ja, das stimmt sogar. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie drauf an. Intelligenz obsiegt über roher Kraft. Was haben die denn für Pokémon? Psycho-Pokémon, nicht dein Ernst. Was war denn gut gegen Psycho? Auf jeden Fall hat er gesagt, dass rohe Kraft nicht so geil sein. Nicht so geil ist. Aber wir hauen jetzt trotzdem einfach mal drauf. Jo, super. Ja gut, Dave ist auch einfach mal 7 Level drunter. Von daher ist das mal ganz okay. Tag ist nicht effektiv. Zieht es immer noch 5 ab? Nee, ich will den tauschen. Gegen Christoph. Weil, dann kriegt er wenigstens auch noch was von dem Kuchen ab. Ist gut. Nee, ist nicht. Oh, da kommt wieder ein Auto. Oh, das sah noch ganz gut aus. Oh. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Shannon! Aber ich glaube, das macht dem überhaupt nichts, oder? Ja, Psycho gegen Psycho. Schön ist verwirrt. Schön hat sich vor Verwirrung selbst getroffen. Schlafpuder. Ja. Schläfst du jetzt selbst ein? Das wäre es ja. Ach, fuck, ey. Item. Nee, nicht Item. Pokémon. Wie mein Dennis. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn er mal so mit seinem Blitz da ein bisschen rumpritzelt. Ah. Wow. Kriegt er direkt mal aufs Maul. Bam. Yay, der erreicht Level 32. Gut, dass ich dann nochmal gewechselt habe. Was? Außerordentlich! Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Ein Ninja? Oh, das ist nur Level 31. Ja, da holen wir mal drauf. Ja, das ist immer gar nicht mal so schlecht, ne? Hm? Das geht? Da wusste ich gar nicht, dass das geht, dass das gegnerische. Ja, ist ja cool. Das ist ja mega cool. Ich hoffe mal, ihr wisst, worauf ich das jetzt bezogen habe. Also, dass er halt einfach seinen Kack-Pokémon zurückrufen konnte. Passiert das eigentlich öfter? Ah, das ist das Kaputte gewesen. Ah, fuck. Jetzt ist es tot.
oder? Ja. So halb. Ist immer noch blockiert. Ich war etwas verwirrt von dem Hund draußen von unserem Nachbarn. So, jetzt aber. Wunderbar. Der hat bestimmt 4 Traumatos. Nee, ein Kadabra hat er. Ich hätte wechseln sollen. Obwohl, nee, ich kann mir jetzt nochmal was abstauben. Dennis! Willst du mich verarschen? Warum ruft er die ganze Zeit seine Pokémon zurück? Der hat mit Abra oder Kadabra oder was das da gerade war überhaupt nichts. Hallo! Das ist kein Pokémon-Raus-Rein-Spiel, sondern ein Angriffsspiel. Denn es ist hinüber. Tjo, Lars, ne? So, und der ruft sein Kadabra wieder rein. Oder auch nicht. Nö. Ja, es hat auch nur Hälfte Energie, ne? Ja. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen wieder zurück ins Pokémon Center. Ich habe verloren. Das war irgendwie außen rum. Können wir auch hier lang? Ja. Und lass uns erstmal heilen. Ja, Dave wurde belegt. Ist gut. Ah, da war das andere doch ein bisschen... Ja, wohl, da bin ich auch oft nach Hause gegangen. Also, ins Pokémon Center. Na, auf jeden Fall, ich freue mich, wenn ich dann bald meine Bügelperlen bekomme, damit ich das endlich fertig machen kann. Und dann kann ich auch ein Dennis Seins fertig machen. Also, was war das... Wie heißt der Red 13 oder so? Dieser komische Hund oder Wolf oder was auch immer das ist. Von Final Fantasy. Da kann ich den nämlich endlich mal fertig machen, weil der liegt bestimmt schon seit 2 Monaten hier rum. Da bin ich schon mal gegengelaufen, deswegen sind die Perlen so halb. Also so komisch drauf verteilt. Und dann kann ich den endlich fertig machen und bügeln. Und dann habe ich jetzt das 2. von 10 fertig. Obwohl, können wir auch hier lang? Kann man? Ja. Kannst du gegen meine... Jetzt bin ich wieder auf irgendeine Taste gekommen. Okay. Gegen meine Spezialtechnik bestehen. Was ist denn deine Spezialtechnik? Pommes backen oder was? Ach, Pommes hätte ich... Obwohl, Pommes... Ich habe gestern Kartoffelecken gehabt mit... Oh Gott, wie heißt das Zeug? Irgend so ein griechisches... Das ist so Fleisch gefüllt mit irgendeinem Frischkäse oder sowas. Das war so lecker. Alle mit ihren Traumato, ey. Ja. Das hat so einen ganz komischen Namen. Vielleicht überlebt das Dave. Vielleicht. Nee. Dann kommt jetzt Christoph. Bitte. Ja, Bifteki. So heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber Bifteki. Voll lecker. Und dazu habe ich mir dann noch von der... Die Paprika habe ich gekauft. Habe ich aber beim letzten Mal nicht verwendet. Irgendwie habe ich irgendwie vergessen. Ich wollte das eigentlich in die Hackfleischsoße reinmachen. Aber irgendwie habe ich nicht dran gedacht. Und die habe ich mir dann heute gemacht mit Tomaten. Heute, gestern. Mit Tomaten gemacht und... Ja, so ein Salatdressing halt dazu. Und dann hatte ich noch Paprika über und 3 Tomaten. Also so kleine Cocktailtomaten waren das. Und da habe ich mir dann einen kleinen Dip noch gemacht. War lecker. Und war Knoblauch dran. Yay, yeah, Christoph Reich, Level 36. Du hast mich hereingelegt.
Hey, Christoph, ja, Glurak! Geil! Oh, supi! Wie es da sitzt so? Ja, hier sitze ich jetzt und guck mir die Sterne an. Nice, wir haben ein Glurak mit K. Pokédex. Glurak. Glurak, Flamme. 1,70 Meter. Ist aber größer in der Serie. Das ist auf jeden Fall größer als 1,70 Meter oder Ash ist einfach nur 1,30 Meter groß. Das kann natürlich auch sein. Gewicht 90 Kilogramm, also 90,5. Wenn dieses Pokémon einen Strahl glühenden Feuers speit, leuchtet seine Schwanzspitze auf. Weiß Bescheid, Christoph. So, okay, das Ende. Das sieht mir nach dem Arena-Leiter aus. Nach der Arena-Leiter. So eine Leiter, wo man hochklettern kann. Okay. Na, ich denke mal, da kommt jetzt noch einer. Einer! Und dann muss ich mir irgendwie den Weg dahin bahnen. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Dann ist das mal so. Domteur möchte kämpfen. Ein Armbock. Das wundert mich jetzt. Oh Gott. Wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie so ein Insekt, ey. Das sieht aus wie so eine Ameise oder sowas. Da wäre ich doch lieber bei Dings geblieben, ey. Bei... Ah, fuck. Glutexo. Ich wollte mir auch gestern eigentlich noch ein Meetool machen. Kann ich jetzt aber nicht mehr, weil halt meine 6 Bügelperlenplatten sind belegt. 2 Stück für den Dennis Seins und 4 Stück für eine Person, die ich nicht nennen will. Ja, und ich habe halt nur 6 Stück. Und geht jetzt halt nicht mehr. Muss ich warten, bis die anderen Bügelperlen ankommen. Ja, ich muss Pokémon tauschen. Oh. Schön. Das wird mir abziehen. Aber es ist verwirrt. Komm, töte dich selbst. Ach, schade. Ey! 37. Wunderbar. Oh, das läuft alles so gut hier. Noch ein Arbok. Nein. Das wundert mich voll, das irritiert mich voll, dass Psystrahl diese gute Attacke auf dem ersten Platz liegt, weil ich nämlich Tackle getauscht habe. Ich weiß, ich könnte ihn normalerweise auch nach hinten machen, also weiter verschieben, aber das wäre jetzt so einfach. Aber so kann ich halt einfach auch A durchdrücken. Ist das A? Ja, das ist A. Hinten rum wahrscheinlich. Ah, da ist ja auch noch einer. Noch einer. 2 Stück noch. Bleib stehen. Frustrieren dich die unter unsichtbaren Mauern. Nö, noch ist eigentlich ganz lustig. So, was hast du? Sandama. Oh, nee, tauschen wir. Gegen Shen wird wahrscheinlich dann sterben. Shen. Ah, Genauigkeit, okay. Aber trotzdem wird sie jetzt daneben hauen, wahrscheinlich. Nee, doch nicht.
Das ist nicht so gut. Nochmal Konfusion. Vielleicht ist das besser, aber wahrscheinlich nicht. Er zieht genauso viel ab. Also einmal noch. Wenn sie stirbt. Nee. Oh, Dennis. Müssen wir Lars nehmen, weil Dennis kann, glaube ich, gegen seinen Namen nichts ausrichten. Na klar, mit Dingsbums schon. Ruckzuck-Hieb und sowas. Aber nicht mit Elektro. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich nochmal ins Pokécenter und lass mich nochmal auffüllen. Wir haben schon 22 Stunden oder so haben wir schon Pokémon gespielt. Das kommt mir bei dem Spiel hier extrem wenig vor irgendwie. Also so gefühlt. Ich habe jetzt eher gedacht, wir hätten jetzt so 10 Stunden oder so. Aber wir sind ja schon bei Part. Weiß ich gar nicht, bei welchem Part wir hier sind. Auf jeden Fall wird, glaube ich, das hier mein erstes Projekt, was über 100 Parts geht. Da war, glaube ich, noch kein anderes, was so lang war. Meine ich mal. Da sage ich Level 39. Aber es ist ja auch nicht mehr so viel. Ich habe ja jetzt, mir fehlen glaube ich dann noch 2 Orden. Glaube ich. Wenn ich den hier besiegt habe. Oh, er hat mich besiegt. können wir gerade nachgucken. Genau. Oder? Warum ist denn der 8. ein Fragezeichen? Oder ist der 8. schon... Das kann natürlich sein. Ist der 8. Orden schon die Top 4? Kriegt man da den letzten Orden? Ich dachte erst, wenn man alle 8 Orden hat, kann man zu den Top 4. Hm. Auf jeden Fall nehmen wir schon knapp 23 Stunden auf. Aber dann fehlt uns ja quasi nur noch einer und das ist dann Mr. Insekt. Der sieht nämlich auch aus wie ein Insekt. Der hat bestimmt einen Glurak. So. Ja, wir machen dann hier kurz Schluss. Ich werde mich dann auffüllen wieder. Und dann sehen wir mal weiter. Bis denne!